Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge bzw. Infovideo von Forza Horizon 3 Hot Wheels Edition. Genau. Ja, und zwar geht's heute mal wieder um einen kleinen Guide sozusagen zu einem kleinen Erfolg. Der nennt sich Das war volle Absicht. Da muss man mit einem 2014er Arctic Truck Helix AT38 eine Fassrolle machen. Das Problem ist aber, wie ihr vielleicht hier schon seht, also es steht auch hier quasi in dem, wo ist es hier, volle Absicht? 2014er steht da drauf. Gemeint ist aber, weil es den nämlich gar nicht gibt, der 2007er. Der 2007er Helix Truck. Ich weiß nicht, ob das ein Bug, also dass das Auto von 2014 ist, aber 2007 steht, oder ob die Erfolgsliste gebuggt ist. Oder irgendwelche Probleme in der Kommunikation bei den Entwicklern entstanden ist. Das wissen wir nicht so ganz das. Genau. Jetzt zeigen wir euch aber kurz, wie die Fassrolle mit dem Fahrzeug gleich zu machen ist. So, wir sind jetzt erstmal hier an die Baustelle gesprungen. Position wie hier auf der Karte zu sehen. Und zwar gibt's hier unten so eine kleine Rampe. Und an der hat's eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, dann lass mal laufen. Mit einem anderen Fahrzeug. Und dann sollte es mit dem eigentlich auch kein Problem sein. Hat funktioniert. Was? Warst du zu schnell, ne, Kollege? Was? Also eigentlich hat es schon viel besser ausgesehen. Ja gut. Vor allem dachte ich eigentlich, also dass so es hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert, aber der erste Versuch war eigentlich gar nicht schlecht. Ja, eigentlich dachte ich, das geht nicht mehr, weil ich vorher den Boden berührt habe. Na, ja, egal. Aber anscheinend hat's ja doch funktioniert. Also, selbst ihr braucht nicht perfekt ausführen, aber damit funktioniert's auf jeden Fall. Und dann habt ihr das quasi dementsprechend geschafft. Also gut, dann sind wir hier durch und ja, viel Spaß damit. Ja, in diesem Sinne, ciao, ciao. Tschüss.